Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. In der Vorlesungsreihe Biologie sind wir jetzt beim 7. Teil angelangt und hier wird es heute um die Atmung der Tiere gehen. Okay, was heißt das genauer? Also zuerst werden wir uns natürlich, wie so oft, mit Grundlagen und Definitionen beschäftigen, ehe wir unter Punkt 2 zu der Hautatmung kommen, gefolgt von drittens der Tracheenatmung der Arthropoden, der Kiematmung der Fische und last but not least die Nummer 5, Lungenatmung der Säugetiere. Legen wir einfach mal los. Okay, wie gesagt, erstens Grundlagen und Definition. Was ist also Atmung? Naja, Atmung bezeichnet ganz grob die Aufnahme von Sauerstoff durch das Lebewesen. Das bei Tieren, bei Pflanzen wäre das natürlich ein bisschen anders, aber wir bleiben jetzt bei Tieren. Und die Aufnahme von dem Sauerstoff kann auf verschiedene Formen passieren. Das Blut, also genauer genommen die Erythrozyten, genannten roten Blutkörperchen in diesen, fungieren dabei als Transporter für den Sauerstoff. Der Sauerstoff ist für den Körper extrem wichtig. Er wird eigentlich an allen möglichen Stellen benötigt, um Energie zu gewinnen, weshalb ein Erstickungstod im Prinzip ein Tod durch mangelnde Energieversorgung darstellt. Und dadurch kann auch hoher Blutverlust zum Tod führen, indem man sozusagen indirekt erstickt, also keine Energie mehr bekommt. Das trifft dann zunächst Hirn, Herz und andere Organe, die setzen dann aus, weil die Energie zum Arbeiten fehlt. Und das verursacht dann irgendwann natürlich den Stillstand, beziehungsweise ganz einfach den Tod des Organismus. Und damit kommen wir zur ersten Form der Atmung, der Hautatmung. Hautatmung ist im Prinzip einfach der Gasaustausch mit der Umgebung über die Haut durch Diffusion. Das kann jetzt in der Luft oder auch im Wasser sein. Hier abgebildet sehen wir das Pantoffeltierchen mit seiner dünnen Membran, hat es halt eine gute Chance für die Hautatmung, das heißt den Gasaustausch mit den umliegenden, in der Regel Wasser. Was im Prinzip passiert ist, aufgrund verschiedener Konzentrationen innerhalb des Organismus und außerhalb des Organismus, diffundiert CO2 aus dem Körper hinaus und Sauerstoff hinein. Damit ist die Hautatmung, wenn wir so wollen, die einfachste Form der Atmung. Sie kommt eigentlich bei so gut wie allen Lebewesen vor, allerdings bei höheren Organismen wie uns, die sehr komplex sind und verschiedene Organe haben und diese Organe in der Regel weit von der Hautoberfläche entfernt sind, ist die Hautatmung relativ unbedeutend, weil erstens die Haut dicker wird. Dadurch, dass sie dicker wird, ist die Diffusionsgeschwindigkeit und die Konzentrationsstärke deutlich geringer und langsamer. Zweitens muss der Sauerstoff ja auch irgendwie zu einem Organ kommen, das heißt, der Transportweg wäre auch relativ lang. Natürlich sagt der Umkehrschluss dann, dass die Hautatmung vornehmlich bei Mikroorganismen auftaucht, weil deren Zellbestandteile nur durch eine äußere Membran von der Umwelt getrennt sind und daher eine rasche Diffusion möglich ist. Und das ist bei ihnen daher die wesentliche Atmungsform, die benötigen halt nicht wie wir jetzt irgendwelche komplexeren Atmungsorgane. Bei Menschen macht die Hautatmung daher auch nur 1% der Gesamtatmung aus und ist damit eigentlich vernachlässigbar. Damit Hautatmung alleine ausreicht, um einen Körper zu versorgen, ist natürlich logischerweise eine große Hautoberfläche notwendig. Und ein möglichst geringes Volumen, damit das Verhältnis Oberfläche zu Volumen günstig ist, damit die Diffusion auch wirklich schnell und stark genug stattfinden kann. Weiterer Punkt ist, dass es vorteilhaft und notwendig ist, die Hautoberfläche feucht zu halten, da das sonst nicht funktioniert. In der Familie der Regenwürmer sind diese Anforderungen dann auch erfüllt. Wie man hier auch in der Abbildung sieht, hat man eine relativ große Oberfläche, die einzelnen Ringsegmente erhöhen diese nochmal, als wenn es nur glatt wäre. Und das Volumen ist relativ klein, weil der Durchmesser von dem Regenwurm auch nicht sehr groß ist. Und damit können sie ihren Organismus allein durch Diffusion mit Sauerstoff versorgen. Dazu hat der Regenwurm ein stark verzweigtes Blutgefäßsystem, in dem sich im 7. und 11. Segment des Körpers sogenannte Lateralherzen befinden, die das Blut dann pumpen und damit eine Art geringer, kleiner Blutkreislauf entstanden ist. Wie funktioniert die Diffusion? Die Diffusion beruht im Prinzip auf einem Stoffladungsungleichgewichtes, beziehungsweise auf die Erreichung eines Gleichgewichtes.
nachdem alle Stoffe eine gleichmäßige Verteilung anstreben. Das sehen wir hier mal abgebildet in der Abbildung. Wir sehen links, nehmen wir das mal als Beispiel, links sei außerhalb die Umwelt, rechts sei der Organismus und die roten Punkte seien Sauerstoff. Wir sehen, auf der linken Seite ist eine deutlich höhere Konzentration, mehr als die doppelte oder die doppelte besser gesagt, auf der rechten Seite. Das heißt, hier haben wir ein Ungleichgewicht. Liegt halt in zwei benachbarten Systemen solch ein Ungleichgewicht vor, wird ein Austausch der Teilchen stattfinden, wenn da jetzt nicht irgendwelche verhindernden Sachen sind. Und zwar, weil die Teilchen im System mit der hohen Dichte mehr Energie haben und sich schneller zufällig in der Gegend bewegen. Also die stehen nie still, die sind immer in Bewegung. Und umso höher die Dichte ist, umso eher werden sie von den anderen Teilchen abgestoßen. Das heißt, indirekt findet dann also immer eine Bewegung dahin statt, wo eine niedrigere Konzentration ist. Und dann werden auch die Bewegungen langsamer. Und das geht halt so lange, sag ich mal, sie wackeln so lange einfach zufällig in der Gegend umher, bis dann eine relativ ideale Verteilung stattgefunden hat und ein Gleichgewicht vorhanden ist. Das Gleichgewicht ist ein dynamisches Gleichgewicht, das heißt, die sind dann nicht einfach an einem Punkt angelangt und bleiben da stehen, sondern natürlich finden immer noch Zufallsbewegungen statt. Von A nach B werden wieder Teilchen wandern, von B nach A, aber in der Summe wird die Konzentration gewahrt bleiben. Wie ich gerade sagte, das passiert dann auch nach Erreichen des Gleichgewichtes, dass dann sozusagen immer das Hin- und Herwandern weiter stattfindet und das dynamische Gleichgewicht sich einstellt. Und damit sind wir schon bei drittens, der Tracheenatmung. Die Tracheenatmung stellt erstmal eine evolutive Weiterentwicklung der Hautatmung dar. Anders als bei der Hautatmung handelt es sich bei Tracheen um verzweigte Kanäle, die luftgefüllt sind, welche den Körper des Tieres durchziehen und so die inneren Organe oder Gewebe erreichen. Das heißt, wir haben ja schon mal eine riesengroße Oberflächenvergrößerung für die Luft. Die Tracheenatmung kommt bei Gliederfüßern und Tracheentierchen vor, also Arthropoden und Tracheata. Und sie ist deutlich effizienter als die Hautatmung, da jedoch aber keine bzw. kaum Flüssigkeit für den Gastransport vorhanden ist, ist sie für größere Lebewesen nicht ausreichend, weshalb sie bei diesen nicht vorkommt. Wenn wir jetzt also wollten, dass wir eine Tracheenatmung hätten, bräuchten wir erstmal relativ viele Körperöffnungen und wären relativ hohes System, so ähnlich wie ein Schwamm, müssten wir uns dann für unseren kompletten Körper vorstellen, damit überhaupt die Luft reinkommt, weil bei Tieren, die Tracheen haben, ist in der Regel keine Flüssigkeit vorhanden, welche in der Lage ist, dann die Sauerstoffmolekülchen zu transportieren. Diese Öffnung, von der ich gerade sprach, werden dann auch Stigmata genannt und diese verbinden halt dann das Tracheensystem mit der Umwelt. Und da diese mehr Sauerstoff enthält als die umliegenden Gewebe, bewegen sich die Sauerstoffmoleküle durch Diffusion aus der Luft in die Gewebe hinein. Andersherum ist dann natürlich mit dem Kohlendioxid, da ist er im Körper in der Regel mehr als in der Umluft, weshalb das dann natürlich vom Körper in die Tracheengänge und von diesen in die Umwelt wiederum diffundiert. Atmungsorgane neben den Tracheensystemen wie Pumpen oder Herzen werden hierbei gar nicht benötigt. Wie gesagt, das ist im Prinzip eine relativ passive Atmung. Um die uns aber mal genauer anzuschauen und zu verstehen, habe ich hier eine kleine Skizze gemacht. Wir sehen hier im Prinzip, wenn wir so wollen, einen Querschnitt durch ein Insekt oder ein anderes Lebewesen, das Tracheen hat. Wir sehen hier einen Chitinpanzer mit der Epidermis. An den Seiten mit dunkelgrau gezeichnet Stigmata, also die Atemöffnungen. Und das Graue ist komplett das Tracheensystem, das Gelbe soll das umliegende Gewebe sein, aller möglicher Art. Wie funktioniert das jetzt also? Also erst einmal dringt die hier rot gekennzeichnete sauerstoffreiche Luft über die Stigmata in das Tracheensystem ein. Das ist halt sauerstoffreich, kohlenstoffdioxidarm, das Gewebe aber ist genau andersrum, es ist sauerstoffarm und kohlenstoffdioxidreich. Das heißt, durch die Diffusion wird das Gewebe jetzt sehr viel Sauerstoff erstmal von der aufgenommenen Luft erhalten. Dabei nimmt natürlich die Sauerstoffkonzentration in der Luft erst einmal ab. Es
geht weiter in den Organismus hinein und das umliegende Gewebe dort hat natürlich eine deutlich höhere CO2-Konzentration als die Luft, sodass diese in die Luft in den Tracheen diffundiert, woraufhin sich ein Gleichgewicht einstellt. Dabei diffundiert danach nun CO2-reiche Luft in den Tracheen über die Stigmata wieder nach außen, weil ja in der Umweltluft, wenn wir so wollen, also nicht die Lufttracheen, sondern die Luft außerhalb der Tracheen, ja wieder weniger CO2 hat, findet hier wieder eine Diffusion statt. Wir haben sozusagen eine Art primitiven Atemkreislauf. Und damit kommen wir zu viertens, der Kiematmung der Fische. Wir sehen hier links abgebildeten Axolotl mit seinen wunderschönen Außenkiemen und rechts sehen wir einfach mal herausoperierte Kiemen eines Thunfisches. Die Kiematmung ist bei Fischen häufig vertreten, aber sie kommt auch bei Amphibien, Reptilien, Weichtieren und diversen Gliederfüßern vor. Kiemen stellen ein von dünner Haut umhülltes Blutgefäßnetz mit großer Oberfläche dar. Ist im Prinzip das Adäquat der Lunge im Wasser. Und wie auch die Lunge dienen Kiemen als Atmungsorgan, allerdings wie ich schon sagte im Wasser. Und sie ermöglichen Gasaustausch zwischen einströmendem Wasser und dem innenliegenden Blut. Um das besser zu verstehen, schauen wir uns mal an, wie Kiemen aussehen. Also erst einmal, wo liegen die? Bei Fischen in der Regel hinter dem Kopf am Vorderdarm. An dem umliegenden Skelett schließt sich dann der Kiembogen an. Der Teil von diesen ist und der Kieme einen stabilen Aufbau verleiht. An der nach innen gerichteten Seite ist dann die Kiemreuse mit ihren kleinen Reusezähnchen. Und die hat eigentlich die Aufgabe, das Wasser zu filtern. Die groben Zähnchen dienen auch dazu, dass Stoffe sich verhaken und nicht eintreten können. Die Kiemreuse verhindert halt Verunreinigung der Kiemplättchen vor allem. Diese sind auch sehr stark durchblutet und gewährleisten den Gasaustausch zwischen Blut und Wasser. Daher müssen die auch sehr sauber bleiben, weil umso schmutziger natürlich sie sind, umso schlechter kann hier eine Diffusion stattfinden. Beim Atemvorgang öffnet der Fisch das Maul und schließt die Kiemdeckel, das ist also das sogenannte Operculum, was du hier am Bild auch sehen, was oberhalb beim Fisch ist, wenn wir sehen, dass er atmet, was sich dann auch wirklich öffnet und schließt, so dass sauerstoffreiches Wasser in die Mundhöhle einströmen kann. Das Wasser bewegt sich zur Kiemhöhle und erreicht dort die Kiemen, wo es über ein Gegenstromprinzip auf das sauerstoffarme, allerdings dafür CO2-reiche Blut in den Kiemplättchen trifft. Das sehen wir hier kurz dargestellt. Im Prinzip hier wieder in Rot das sauerstoffreiche und Blau das sauerstoffarme Blut. Wir sehen, wie die Konzentration sich verändert. Durch Diffusion gibt das Blut CO2 in das Wasser ab und nimmt von diesem O2 auf. Dabei schließt der Fisch sein Maul und öffnet den Kiemdeckel und presst dann so das sauerstoffarme Wasser durch die Kiemöffnung nach außen. Wasser hat im Idealfall nur 14,6 Milligramm pro Liter Sauerstoff. Zum Vergleich, in der Luft sind es 300 Milligramm pro Liter, also ungefähr das 20-fache. Ist natürlich das Atmen für Fische viel, viel anstrengender. Sie verbrauchen viel, viel mehr Energie für die Atmung. Und richtig große Fische schwimmen mit permanent geöffnetem Maul, da sie sonst ersticken würden. Die müssen auch immer in Bewegung bleiben. Das Herz pumpt das sauerstoffreiche Blut von den Kiemen in den Rest des Körpers, wo es den Sauerstoff abgibt und CO2 aufnimmt, ehe es wieder zu den Kiemen gelangt. Fünftens, Lungenatmung der Säugetiere. Lunge dient der Atmung an der Luft, indem sie über die Atemwege sauerstoffreiche Luft beim Einatmen dem Blut zuführt und sauerstoffarme Luft beim Ausatmen abgibt. Ich denke, das war auch soweit bekannt. Sie kommt hauptsächlich bei Säugern und Vögeln vor. Bei den Säugern wird die Luft direkt über die Atemwege in die Lunge transportiert und wieder ausgeatmet. Bei den Vögeln wird etwa nur die Hälfte der Luft in die Lunge befördert, die andere Hälfte kommt zunächst erstmal in sogenannte Luftsäcke. Beim Ausatmen entleert sich dann die Lunge und die gespeicherte Luft in den Luftsäcken geht in die Lunge, sodass der Vogel immer sauerstoffreiche Luft zur Verfügung hat und so seinen hohen Sauerstoffbedarf decken kann, weil halt das Fliegen und die schnellen Bewegungen sehr viel Energie benötigen.
Wenn wir uns mal dem Aufbau des Artensystems am Homo sapiens sapiens widmen, werden wir sehen, dass es sich in einen Konduktenteil und einen respiratorischen Teil aufteilt. Der Konduktenteil heißt so, weil da kein Gasaustausch stattfindet, während beim respiratorischen, also lateinisch respiratus, atmen, ein Gasaustausch stattfindet. Zu diesen Kondukten, also den Teil, wo kein Gasaustausch stattfindet, zählen Nasen- und Mundhöhle, die Luftröhre, sowie auch der Kondukteteil der Bronchien, der Bronchioli lobularis und terminalis genannt wird. Zunächst einmal tritt durch die Nasen- und Mundhöhlen Luft ein bzw. Atemluft aus. Dabei wird sie angefeuchtet und angewärmt. Bei der nasalen Atmung findet zudem auch noch eine Säuberung durch die Nasenherschen und die Nasenschleimhäute statt, sodass Verunreinigungen vermindert oder gar verhindert werden. Die Luftröhre verbindet in der Regel Nasen- und Mundhöhle mit den Bronchien und filtert die Atemluft durch kleine Flimmerherschen. Auch hier im Prinzip erstmal wieder eine Reinigungs- und Schutzfunktion. Die Bronchien sind relativ komplex und unterteilen sich in den Kondukten Bronchioli lobularis und terminalis, welche natürlich, da sie Kondukt sind, nur dem Lufttransport dienen. Allerdings gibt es auch den Teil für den Gastransport, die respiratorischen Bronchioli respiratori, bei denen bereits ein Gasaustausch stattfindet, was auch Sinn macht, da sie sehr nah bei den Alveolen als den Lungenbläschen sind. Die Lungenflügel umfassen halt die Bronchien und die Alveolen genannten Lungenbläschen, welche sich in großer Anzahl an den Bronchien befinden und stark durchblutet sind, weshalb sie den Hauptteil der respiratorischen Tätigkeit ausmachen. Sprich der Hauptort der Atmung, wenn wir so wollten, bei Menschen oder auch allgemein bei der Lunge, sind die Alveolen. Der Atemmuskel wird auch Zwerchfell genannt und befindet sich unterhalb der Lunge. Das Zwerchfell zieht sich dann auch beim Einatmen zusammen, sodass sich die Lunge ausbreiten kann, wobei über die Atemwege sauerstoffreiche Luft eingesogen wird, wie bei einem Blaseball kann man sich das vorstellen. Diese Atemluft erreicht den respiratorischen Teil des Atmungssystems, wo sie auf das CO2-reiche und sauerstoffarme Blut trifft, wodurch die riesige Oberfläche der Alveolen eine starke Diffusion der Gase stattfindet, sodass das Blut mit Sauerstoff angereichert wird, während es CO2 abgibt. Um sich das besser vorstellen zu können, habe ich ein kleines Video gefunden, das ich euch gerne zeigen möchte. Beim Ausatmen breitet sich das Zwerchfell aus und kontrahiert so die Lunge, sodass die CO2-reiche Luft aus dem Atemsystem dann herausgepresst wird. Das sauerstoffreiche Blut wird dann durch die Herzkontraktion durch den gesamten Körper gepumpt, und zwar an all die Stellen mit Sauerstoffarmut, welche dann den gebundenen Sauerstoff im Blut erhalten und dafür CO2 abgeben. Wir sehen hier in dem Schema dargestellt das Herz, wieder rot sauerstoffreich, blau sauerstoffarm. Und als Atmungsorgane die Lunge. Wir sehen, es ist etwas komplexer. Das Blut wird durch den gesamten Körper gepumpt, wo dann der gesamte Sauerstoff- bzw. CO2-Austausch stattfindet. Ja, damit sind wir mit der Theorie durch und kommen zum Übungsteil. Jeder, der meine Videos kennt, weiß, was jetzt auch natürlich kommen muss. Eure Aufgabe ist, löst diese hier gestellten Aufgaben. Ich springe dann schon mal wieder zur Lösung und wir vergleichen dann, was wir so raus haben. Mal schauen, was hängen geblieben ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und viel Erfolg. Okay, kommen wir zur Lösung. Genau genommen zum ersten von vier Lösungsteilen. Die erste Frage lautete, was bedeutet Atmung und wozu dient sie? Atmung ist der Gasaustausch zwischen Luft und Organismus und dient der Energiegewinnung, bei Tieren durch Sauerstoffaufnahme. Zweitens, ergänze folgende Tabelle. Wir hatten hier gegeben Hautatmung, Tracheenatmung, Kiematmung, Lungenatmung und es war nach Vorkommen und Ort des Gasaustausches gefragt. Hautatmung kommt hauptsächlich bei Mikroorganismen vor und der Ort des Gasaustausches, wie der Name vermuten lässt, ist die Haut. Die Tracheenatmung finden wir hauptsächlich bei Arthropoden
unter Rentierchen. Und der Ort des Gasaustausches sind die Stigmata bzw. Tracheen. Bei der Kiematmung, die finden wir halt bei den Fischen, Reptilien und Amphibien. Und der Ort des Gasaustausches sind die Kiemen bzw. die Kiemenplättchen. Lungenatmung kommt hauptsächlich bei Vögeln und Säugern vor und der Ort des Gasaustausches ist die Lunge. Die letzte Spalte war eigentlich geschenkt und konnte ja schon aus dem Namen ableiten, was dahin soll. Okay, das war zweitens. Drittens war die Frage, was bedeutet Diffusion und worauf beruht sie? Diffusion, kurz gefasst, ist der Ausgleich eines Ungleichgewichtes, zum Beispiel bei Stoffkonzentration oder hier bei der Atmung beim sogenannten Partialdruck von Gasen. Sie beruht darauf, dass bei einer hohen Konzentration von Teilchen sich diese stärker bewegen, sodass sie sich auf die Seite mit geringer Konzentration begeben und sich so ein Gleichgewicht einstellt. Okay, Lösung 2 von 4. Das war die Zeichnung, wo gefragt war, beschrifte folgende Abbildung des menschlichen Lymphsystems und erkläre dabei die Funktion der einzelnen Organe. Angefangen habe ich hier mit den Nasen- und Mundhöhlen, das heißt der Nasen- und Mundhöhle, ist ja eigentlich nur Singular. Durch die kann dann Luft aufgenommen bzw. abgegeben werden. Sie wird dabei auch noch angefeuchtet und aufgewärmt. Bei der nasalen Atmung ist dann auch noch Filterung und Säuberung durch die Nasenhärchen und die Nasenschleimhäute dabei. Die Luftröhre verbindet Nasen- und Mundhöhle mit den Bronchien und filtert die Atemluft durch kleine Flimmerhärchen. Die Bronchien unterteilen sich in die Kondukten, also nicht an der Atmung beteiligten Bronchioli lobularis und terminalis, welche natürlich dann nur eine Transportfunktion haben, als auch die respiratorischen an der Atmung beteiligten Bronchioli respiratori, bei denen bereits der Gasaustausch stattfindet. In den Lungenflügeln ist halt dann der Hauptort des Gasaustausches, der durch die Alveolen genannten Lungenbläschen stattfindet. Diese liegen dort in großer Anzahl vor, sind stark durchblutet und können daher wunderbar mit zwischen der eingeatmeten Luft und dem Blut, was wir da befinden, einen Stoffaustausch machen. Ja, mehr war nicht gefragt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, war lehrreich, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, es zu machen. Ich würde mich über eine gute Bewertung freuen. Und was soll ich noch sagen? Wunderschönen Tag, schönes Wochenende an alle. Tschüss!